des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Abendgebet hier aus dem Raum der Stille des Q1 in Bochum-Stahlhausen. Das tue ich gemeinsam mit dem Team für hier Chor aus Sängerinnen und Sängern der methodistischen und evangelischen Gemeinden und Diakonie Ruhr. Am Ende des Kirchenjahres wollen wir heute und den nächsten Donnerstag den Tag beschließen mit Gebet, Worten aus der Bibel und Klagen von Menschen, die von Armut betroffen sind. Aus dem Buch Jesaja. Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe keinen Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke.
wenn ihr kommt zu erscheinen vor meinem Angesicht, wer fordert denn von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung. Ich mag es nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwen Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Noch will das Alte unsere Herzen quälen. Noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Guten Nächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern,
des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern. Aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Aus dem Lukas-Evangelium. Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloam fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sein als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab.
Wollen wir beten? Die Klage eines Partners, einer demenziell erkrankten Frau. Gott, manchmal sieht sie mich an und ich merke, sie muss sich anstrengen, um zu erkennen, wer ich bin. Manchmal weiß sie nicht mehr meinen Namen. Letzte Woche beim Einkaufen mit ihr habe ich mich geschämt für sie. Gott, wie soll ich das nur schaffen? Ist das noch ein lebenswertes Leben? Lass uns beten, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.